Willkommen zurück. Wir haben gerade über das Einkaufen gesprochen und ja. Das war intim. Jetzt gehen wir hier einkaufen und gucken mal, wohin uns diese Abzweigungen führen. Und es gibt auch noch ein Bonuskapitel hier. Gibt's ja auch noch. Ja. Aber ansonsten bleiben wir, wie wir in der letzten chaotischen Folge angesprochen haben, bei dem Plan, dass wir jetzt, also jetzt in aktueller Zeit, wo sind wir? Jetzt in aktueller Zeit noch. Also hier die Herausforderung machen wollen in der ersten Welt, aber dann die Herausforderung der späteren Welten nach hinten verlegen, wenn wir eine bessere Ausrüstung haben. Hier ist eine Abkürzung. Ah, hier sind wir. Ich war, glaube ich, ganz am Anfang. Ja. Aber das Backtracking werden wir natürlich trotzdem immer machen. Aber halt die Herausforderung nicht unbedingt. Aber am Ende entscheiden wir uns eh um und dann... Ja, gibt's die Dislikes? Das ist gut möglich. Dislike ich wieder. Moment, nee, das war ich nicht. Die Toilette. Mit Schimmel. Oh, das läuft verrückt, die Labyrinth. Ich meine, die Toilette übrigens auch raus. Folge kam ja gestern, ne? Ja, die kam gestern. Jupp. Geil. Da war noch irgendwo was. Na, hier war bestimmt, die haben nur die Tür geöffnet. Der Rabbit hat Spaß mit der Lampe. Oder Spaß als Lampe. Duschlampe. Gib mir die Lampe, Duschlampe. Gib mir die Duschlampe. Hier ist eine Folge. So, hier ist eine Folge von mir bei Resident Evil 7. Ah, interessant. So denkst du also über Frauen, okay. Ja. Was ist das da unten? Hallo, weißt du, wie ich über weibliche Charaktere in Videospielen immer beleidige? Ja, das Beispiel bei Tony Hawk. Ja, da sowieso. Runterfalle. Da gehst du richtig wild ab, das stimmt. Macht Spaß. Und ist fair. Ja, vielleicht nicht so fair, aber es macht trotzdem Spaß. Oh. Apropos fair, das Geld nehme ich mit. Den Pilz auch, weil warum nicht? Hier ist nur die Kampf-Arena. Oui. Aber man kann es ja theoretisch auch dann ist der erste Kunden sparen. Wenn man das erste Mal in die Welt geht, wenn man eh backtracken muss. Und wir uns da eh nochmal alles angucken müssen, weil wir nicht mehr wissen, wo was zu tun war. Was sind wir hier? Hier haben wir gerade die Abkürzung freigemacht. Oder da haben wir die Abkürzung freigemacht. Ansonsten war hier nichts. Ah, hier ist noch was zum Schieben. Also, ab hier ist die Bonus-Episode. Die Bonus-Episode. Sind wir bei Life is Strange. Kommt schon Ende diesen Monats. Was kommt dieses Ende diesen Monats? Die Bonus-Episode von True Colors. Die, wo man selbst spielt. Doch direkt. Ja. Ah, die gibt's noch nicht. Ja, doch. Okay. Nee. Ich hab halt irgendwie im Forum, da wo Tobi, auf Tobis Server da. Da hat jemand sich beschwert, dass er die Episode nicht spielen kann. Ja, okay, wenn du nicht verfügbar bist, erklärt sich die Frage natürlich. Wie Welt 1-1. Naja, die verborgene Brücke auf jeden Fall. Noch mehr Erfahrungspunkte. Das ist ja nett. Verborgenes Kapitel bedeutet dann aber auch wieder lustige Kämpfe, ne? Wieder Kämpfe, das ist richtig. Okay. Und wieder mit klassischen Regeln. Okay, alle Arten von Gegnern, die wir so kennen. Ja, kämpfen. Da geht es schon los. Man kann denn hier stehen, kann den Typen treffen. Ja, dann mache ich doch einfach mal das hier und das. Okay, so weit kannst du jetzt nicht springen, ja dann halt nicht. Und schießen den anderen jetzt direkt in den Sack. Sack. Sackschweiß. Opas Geheimrezept. Also es gibt auch nur einen Kampf? Ich weiß es nicht.
Ja, schicken einfach mal hin. Na ja, komm, ich geh auf volles gefecht. Weil. Alle Kraft voraus. Typen abballern. Ich hoffe, der rennt dann in die Mine rein. Weil es der einzige Weg, wie er zu Peach kommen kann. Also von daher muss er das ja tun. Okay, da schießt Luigi jetzt einmal auf ihn. Oh ne, er baut ein Netzwerk. Oh ne, tut er nicht so gut. Gut, der Arme. Das ganze Leben hasst ihn einfach. So, Schild. Okay, was haben wir da oben noch? Ein Ziggy. Der kommt runter, das ist okay. Und da oben zwei Hopster. Ja, ist ja voll machbar. Komm, spring runter. Das ist auf jeden Fall einfach, aber nicht sehr einfach. Das ist richtig. Wäre ja schwieriger. Warte, Mario kann bis hier gehen, dann lass doch mal den Luigi laufen. Warte, bis wohin kann Mario gehen? Bis zum Ende der Brücke, okay. Dann läuft Luigi jetzt bis zum Ende der Brücke. Und wir springen Mario auf den Typen rauf. Ich weiß, ich hätte auch Turbo-Treter anziehen können und wäre jetzt weitergeflogen, aber ist okay. Da-da-da. Was meinst du das Rundenlimit? 3 oder 4 wahrscheinlich. Ja. Eine Schießen? Nee. Den zweiten Zug. Wahrscheinlich sogar. Na komm, ich mach einfach mal den Heldenzug. Wir sind gerade im zweiten Zug, ja. Hier. Ja. Wahrscheinlich sogar 4. Oh, nein. Ja, ich kann noch ein bisschen was machen. Ah, hier treffe ich so 100% an. Schieße doch einfach mal auf ihn, vielleicht spawnt der sogar weg zu 10%. Tut er natürlich nicht. Und jetzt. Oh, Luigi kann noch. Ja, dann Feuer. Luigi kann noch. Noch eine zweite Runde, Luigi, ja. Aber seine Beine kann er nicht benutzen. die kann er nicht mehr benutzen, leider. Ja, komm zu mir. Idiot. Okay. Aktivier mal deine Schuhe, Luigi. Aber wozu, wenn er nicht mal laufen kann? Ich weiß es nicht. Wenn ich der Einzige, auf den ich schießen kann, dann... Einfach mal hoch. Warum nicht? Weil ich glaube, ich töte ihn jetzt trotzdem gleich, aber. Kann ich ihn da oben treffen? Nö, dann heil einfach mal. Immerhin, ne? Immerhin. Wenn ich ihn töte, fährt die Maschine dann von alleine weiter zum nächsten Gegner? Man würde es herausfinden, oder die hat einfach keinen Bock mehr. Weil die jetzt sauer ist oder so. Aua. Na, dann scheint kein Bock mehr. Naja, dann töten wir ihn jetzt. Und das ist hoffentlich dann auch ja, ausreichend für eine gute Wertung. Oh. Ja, safe. Na, ja, 4 von 5. Cool. Ich gerne nochmal, sonst sind nur Kampfarena. Hier sind nochmal zwei Truhen. Großes Bonuskapitel
da? Gibt es einfach nur jetzt neue Kämpfe und nichts Besonderes oder erwartet am Ende irgendwas Besonderes? Ich glaube einfach nur nochmal einen Kampf und dann nochmal. Ich glaube, da kommt dann. Oh, guck mal, wer da hinten auf uns wartet. Ah. Also einfach Kämpfe, aber halt auch Sammelobjekte. Und ein Rematch gegen den Zwischenboss, wie es scheint. Mhm. So. Ach, guck mal, da hat jetzt die Tür geöffnet. Sehr gut. Also der Weg weiter. Ah, perfekt. Und da drüben sind. Oh, guck mal, eine silberne Truhe. Du bist zwischen der goldenen und der braunen Truhe fertig. Aber da müssen wir wohl nochmal darüber. Okay, dann müssen wir den zweiten Kampf machen, um an die letzten Truhen zu kommen. Ich hätte gerne Heilung. Guck mal, naja, das wird schon passen. Das sieht gar nicht gut aus. Besiege den Miniboss. Sollten wir, glaube ich, nur auf den Miniboss zielen, ne? Ja. Gucken. Was hat er nochmal so für Stats? 300 Kraftpunkte. 10 Felder Bewegungs. Röhrenfelder 2. Ja, kriegen wir hin. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Peach, aber. Wir kriegen das hin. Falsch, Peach. So, schieß mal auf den da hinten. Schild. Den anderen mache ich jetzt nämlich mit den Stampfer kaputt. Also du schießt auf jeden Fall sein Auto. Kann ich vielleicht auf den Typen da hinten schießen? Ich kann auf den Typen da hinten schießen. Komm mal her. Jetzt ein Auto rein. Richtig. Aber auch die Heldensicht. Für den Kollateralschaden. Luigi macht auch mal die Heldensicht. Und wir schicken das Auto rein. Ja, also mit Glück töte ich den einen. Mit 30% Glück. Natürlich nicht. Komm, zieh bitte auf den, der auf jeden Fall stirbt. Gute Kamera grad. Natürlich, der andere, der bleibt da. Autsch. Autschi, autsch. Oh. Ja, komm mal, Happy Rabbit Pflanze. Oh, nichts passiert. Die ganzen kleinen Zwerge können jetzt auch noch angreifen. Das tat weh, okay. Mhm. Naja, wir können jetzt die Teil gleich auf jeden Fall einmal. Hatte ich es ohnehin vor? Also ja, tobt euch aus. Der kleine Pette kann, glaube ich, auch nochmal, ne? Ja, aua, Luigi, ich weiß. Willst du nochmal zuhauen? So, Peach, wie ist dein Radius? Okay, perfekt, dann heil doch mal alle. Ja. Immer kurz gucken, was kann Luigi machen? Kann auf irgendjemand ballern. Er kann auf die Private-Pflanze zielen. Oh, nee, du musst ein bisschen näher rangehen. Ja, machen wir das einfach mal. Schade, dass wir jetzt keinen guten Sniper haben für Luigi. Aber naja. Oh nein, oh, ich bin so dumm. Ja. Naja. Dankeschön. Auf jeden Fall, dass du so ehrlich zu mir bist. Ich glaube, du drückst zu schnell Knöpfe. Ja. Ich habe in dem Leck-Prozess nicht gesehen, woran es genau gelegen hat. Auf einmal hast du halt. Ja, ich habe einfach den falschen Gegner anvisiert. Ja. Ich hab halt die Piranha-Pflanze angeguckt, aber Luigi hat trotzdem erstmal von alleine halt den anderen Gegner anvisiert. Mhm.
Ja, ja. Ich drück zu schnell Knöpfe. Es tut mir leid. Oh, aber was passiert mir dann eher selten, weil ich einfach so langsam im Kopf bin und immer noch mal 17 Sekunden überlegen muss, welche Taste ich drücken muss. Hat auch Vorteile. Hatte Vorteile, auf jeden Fall. Aber wir haben trotzdem gut Schaden gemacht. Feuerschaden ist auch okay. Und wenn nicht, müssen wir es halt nochmal machen, Leute, ne? Oh no. Oh no. Okay, jetzt ganz entspannt. Luigi, komm mal rüber. Nein, es dauert zu lange, den dahin zu schicken. Ich schieß auf die, oder? Das Ding hinzuschicken ist halt auch gut. Dauert ein bisschen. Und der kann die Grabplatte. Ich schick das Ding dahin. Oh yeah, oh yeah. Ja, nochmal. I'm a Wiener. Ja, schieß einfach mal auf den. Das Beste, was wir tun können. Wenn ich da hinkomme, könnte ich das nochmal so Flaschenschaden machen, aber ich glaube, da komme ich nicht hin. Nee. Wo geht's? Oh, wenn ich hier reingehe. Kann ich jemanden treffen? Ah, ich hab schon geschossen, da kannst du natürlich niemanden treffen. Reicht es pro Stand Bouncer? Natürlich nicht. Voll ein Glücksspiel hier. Glücksspiel-Lobby. So, ja. Ist Luigi schon gelaufen? Ja, ne? Ja, der ist schon gelaufen. Ich glaube, diese Pflanze trifft ihn sicher. Könnte es jetzt wehtun. Super, super. Machen Sie es einfach mal ein bisschen kompetenter. Ich denke mal, das Boot hinzuschicken schon mal ganz sinnvoll, sobald wir da sind. Ich hatte kurz Angst, dass ich das Kapitel neu gestartet habe, aber habe ich zum Glück nicht. Okay, jetzt schnell Tasten drücken, ne? Wir haben ja nochmal angefangen hier. Ich glaube, bin mit Peach, ich bin mit Mario gesprungen. Nee, das ist Verschwendung. Warte, halt. Ich spring erstmal mit Mario. Ne? Erstmal mit Mario springen. Gut. Und für den Gegner brauchen wir jetzt ein bisschen Glück. Möchte nicht auf den fetten. Oder was auf den fetten? Nee, möchte ich nicht. Also komm, triff! War doch nicht mal gezielt, Mario. Wie willst du denn da jemals erfolgreich werden? Ich möchte auch den anderen Gegner bitte zielen. Was? Ja, auf den bitte. Komm, Bouncer. Der Arme, ne? Ja. Peach hat übrigens Schaden, aber es ist okay. Peach hat einen Schaden, ja. Ah, perfekt. Stoß.
Geil. Jetzt steht dem Sieg doch nichts mehr im Weg. Okay, dann mache ich erstmal den Schild und dann im nächsten Zug mache ich die Heilung. Einfach damit es halt mehr lohnt. Ah, die Pflanze, die haut jetzt ab. Oh. Dann ist das nicht abhauen. Oh oh. Ich steht ganz schön im Kreuzfeuer, ey. Ich kann dann halt auch direkt an die Seite da einbouncen. Alter Peach, warum? Warum geht ihr alle auf sie? Was hat sie euch getan? Steht im offenen Feld. Nee. Peach muss in Deckung gehen. Weil da kommt der fette Typ. Nein. Luigi? Ich muss mit Luigi spielen. Man mag es kaum glauben, aber ich möchte das. Ich möchte auf jeden Fall jetzt einmal mit Mario auf ihn schießen. Weil er kommt. Sieht Bomber. Ich muss es riskieren. Oh nein, nicht mit Peach! Okay, das ist okay. Okay, das war wieder komplett meine Schuld. Ich hab nicht geachtet, welchen Charakter ich jetzt ausgerüstet habe. Oh, weil jetzt kann ich da eigentlich. Oh. Ich stelle mich so hin, um vor der Pflanze geschützt zu sein. Glück, würde ich sagen. Ja. Nee, ich muss halt irgendwie die Steuerung. Ich schieb's immer auf die Steuerung. Ich weiß, das ist so ein Klassiker. Aber ist halt so. Man muss sich halt lernen und dann denkt man, man hat gedrückt, aber man hat was komplett Falsches gedrückt. Aber ich kann aber den Roboter. Nee. Oh. Ja, dann. Hin damit, würde ich sagen. Der Roboter ist super, ne? Ja. Oh! Okay, können wir noch irgendwas machen? Nee. Ja dann, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ach nee, warte. Ich mag's, dass die Pflanze da bleibt, einfach. Ja. Aua. Oh oh. Na, wie geht's euch? Ja, Luigi ist. Luigi halt. Luigi ist Luigi. Aber es sind noch die drei Gegner, ne? Jetzt sollte man. Doch ein bisschen gucken, dass man Luigi bald mal ein bisschen mehr Leben gibt. Den einfach eintauscht. Wie geht's Peach gerade? Ja, auch nicht so gut und kann auch noch nicht heilen. Das sind drei Zügen. Drei Züge, holy shit. Ich lass Luigi da verstecken. Und ich hol Peach ran. Ist doof. Ja. Die kann jetzt einfach nichts machen. Mit Viecher. Aber jetzt bitte Luigi. Das ist Luigi. Ui. Ja, schieß einfach mal. Gib dir ein bisschen Geld. Und Mario. Mario. Oh Gott. Oh, Mann, was mache ich denn? Warum bin ich. Warum verziehe ich mich denn die ganze Zeit? Ich dachte, ich hätte auf die richtige Stelle gedrückt, aber das Stick ist einfach nur ein Stück weiter gegangen. Warum bin ich denn so dumm? Tut mir leid, Leute. Tut mir leid, Leon, dass du das angucken musst.
Wir müssen jetzt die Pflanze killen. Komm, bau uns weg. Natürlich nicht. 64 Damage. Mit Mario. I got that reference. Er kann sein Auto wieder schicken. Und die Heldenlicht aktivieren. Ja, dafür trifft er mich direkt. Heldensicht. Hallo Eisenblick. Dann schicken wir das Kackauto. Autounfall. Okay. Bitte bouncen. Ist ja ganz schick. Peach kann auch hochkommen. Geht jemand das Viech noch? 66. Geht auch eigentlich. Na, eigentlich. Peach rein, der Mann, dann rennt es zu und Mario und Luigi knallen nochmal rauf. Genau, jetzt kann ich auch nochmal. Hat Peach Bouncer. Ich wechsle nochmal vorher kurz zu Mario. Mario kann nicht mehr, schade. Prinzessin im Blick. Alter, Prinzessin im Blick. Ich weiß nicht. Schild, okay. Ich hab Peach bei den Prinzessin im Blick. Keine Ahnung, natürlich kein Bouncer. Okay, komm, lauf einfach ein bisschen. Komm, bounce ihn weg. Hatte Mario nicht auch noch so einen Kackblick? Ja, die konnte sich mehr ausrüsten. Oh Leute, es tut mir leid. Ist mir peinlich, ein bisschen, aber es passt schon. Ich glaube, wir werden das komplette Backtracking einfach nach hinten verschieben, wenn wir in der Welt fertig sind. Also wünsche ich jetzt nicht wieder der Bonus-Episode, meine Güte, werden wir hier durchgenommen. Können wir halt extra Kraftpunkte kaufen, aber das möchte ich halt auch nicht kämpfen. Oh, so viel noch zu tun. Es wird eine lange Folge, Leute. Tut mir leid. Mario, bitte? Also das ist Peach. Ich kann da nicht rüberspringen, okay. Also zumindest wenn ich vor den Gegner töten will. Dann schießt den Sack ab. Mario könnte halt in die Offensive von der Seite kommen. Wobei, ja, der wird getroffen von der Seite gleich. Okay, weiter. Peach. Peach steht jetzt auch komplett. Weil hier bin ich. Ich habe jetzt ein bisschen Schutz vor den Gegnern. Weil. Ich stelle mich hier hin. Der andere Gegner, der wird eher auf Mario gehen, weil der näher ist. Oho. Die ganzen Blicke aktivieren auf jeden Fall. Noch irgendwelche Fehler, ich muss einfach aufpassen, dass ich eine Resistile so beim Fehler machen. Ja. Ich muss den Typen hier vorne killen. Bauen uns da auch weg. Hoffentlich reicht der eine Schuss. Oh ne, er braucht beide, aber dann ist es so. Weil das Problem ist halt, der wäre ausgeflogen, hätte nochmal Schaden genommen. Also hätte doch einer gereicht, aber weiß man ja vorher nicht. Das war, ja.
noch auf jemand anderes schießen? Nee. Den Typen möchte ich nicht schießen. Den würde ich gerne scheißen. Okay, jemand hat den Feuerangriff. Aber Mario ist in Deckung, kann ist er nicht. Mario ist am Anfang des Levels, ist er? Ich muss eigentlich auch diesen ganzen Affle von der Seite töten. Ja. Und da fetzt sie doch ein bisschen. Der Typ, der macht eigentlich nichts. Der läuft halt nur so ein bisschen durch die Weltgeschichte. Der läuft nur mit seinem Hinkelstein durch die Gegend. Mhm. So, kann ich heilen? Wo ist Mario? Der ist nicht im Bild. Mario! Ich möchte Mario jetzt darüber werfen. Geld. Okay, Mario ist auch nicht drin. Aber wenn Mario da drüben ist, dann ist er drin. Okay, ich möchte den mit Mario darüber springen. Und am besten auf den Gegner rauf. Perfekt. Ganz entspannt die richtigen Tasten drücken. Ja. Sind nicht Quest 4, wo ich ganz schnell leiden muss? Ich habe alles Zeit der Welt. Ja. Quest 4 hat dich nachhaltig geschädigt. Ja, schade, den Typ kann ich leider nicht treffen. Ja, schieß halt auf den. Der läuft, müsste eigentlich auch nach hinten laufen wieder, weil das halt der Weg zu mir ist. Dann haben wir noch den Louis, ne? Der Louis. Ah, Peach heilen, genau. Richtig. Das möchte ich jetzt auch tun. Also, Peach soll heilen. Und dann, ja. Ich schütze mich lieber vor dem Typen da oben. Und dann schicke ich mein Auto hoch. Ich hoffe, der andere Typ ist in dem Radius des Autos. Ne, der ist. Sehr gut. Okay, das war doch ein guter Zug, oder? Ja. Bisher ist nichts aus dem Ruder gelaufen. Nö. Und gut. Voll okay. Das Auto fährt jetzt gleich in die Pflanze rein. Und die hat einen Schuss abgewehrt. Sehr gut, ne? Das ist okay. Und der Typ, der kommt wieder zurück. Ah, das Auto ist als erstes dran. Sehr gut, sehr gut. Dann Luigi kommt nochmal hoch. War so laggy, ich habe nicht gesehen, wie er Damage gemacht hat. Der Auto. Das Auto. Ne, warte, zurück. Dann gehe ich lieber hier in Deckung. Ich würde mir noch ein Auto schicken, aber nee, Pierce bounced halt ihn ja weg. Natürlich nicht, aber wir haben auch nichts anderes erwartet. Okay, nächster Held, Mario. Den da hinten kann ich treffen. Komm, bounce weg. Aber leider nicht in den Abgrund, deshalb hat er noch 5 Leben. Wow! Aber Peach kann noch was machen. Kann Peach rennen? Hat Peach Beine? Nee. Ich kann auch hoffen, dass er mit den 5 Legen irgendwann mal über einen Stein stolpert oder so und dann einfach stirbt. Ich könnte den jetzt töten, aber dann wäre Peach in Gefahr. Nee, das ist es nicht wert. Ja, das ist okay. Okay, die würde jetzt Luigi treffen. Natürlich ist kritisch. Was auch sonst. Wir verstehen den Boss aber nicht so. Wir haben ihn auch zurückverwandelt beim Mini-Boss-Kampf. Bonus-Kapitel ist nicht Kanon. Okay.
dachte ich mir. Meister hätte doch wieder durchkommen sollen. Schlagen. Und Auto schicken, müsste ja funktionieren. Das Auto schicken. Luigi's Auto, das ist so voll Mario Kart Anspielung. So komm, mach Bouncer. Naja, Eisenblick auf jeden Fall. So Leute, wir haben es gleich, freut euch. Oder so. Freu dich nicht zu früh. Also komm, den Gnomen hier wegmachen. Er sollte mich nicht so früh freuen, das stimmt, aber ich habe eigentlich keine dummen Sachen gemacht. Das ist doch schon mal was. Ah nee, was soll noch passieren? Schild. Schild. Dann gehe ich ein bisschen zurück. Soweit wie ich den Typen noch treffen kann. Hier treffe ich ihn noch, okay. Dann schieße ich einfach hier auf den Kollegen. Okay, das ist nicht so schön. Oh. Oh. Okay, es sind nur 55 Schaden. Es sind nur 55. Luigi, was machst du denn, Kumpel? Nee, Luigi, hau ab. Hau einfach ab. Ich hätte, warum hab ich nicht vorher geschossen? Du hast nichts gesagt. Mario kann Helmblick aktivieren. Okay, ich soll mich nicht so früh freuen, hast du gesagt, ja? Ich hab Angst gerade, große Angst. Na Leute, freut euch auf die lange Folge. 40 Minuten gleich. Oh, naja. Komm, bitte mach einfach nichts. Kann überhaupt weit genug laufen. Komm, schieß auf Mario. Komm, bitte triff daneben. Naja. Und du so? Was macht ihr heute noch so? Einkaufen wäre schön. Ja, jetzt ist die letzte Folge, Leon. Keine Sorge. Den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Ah, das ist gut. Sollen wir noch abquatschen, wann? Am besten tatsächlich diese Woche vielleicht noch, keine Ahnung, weil ich halt nächste Woche ja 3 Tage Klausuren korrigieren muss. Der Anfang ist auch immer nervig. Okay, was habe ich gemacht? Ich war ja ganz klug eigentlich. Ich habe als erstes... Jede Runde wieder. Luigi, die stelle ich hier hin. Dann mache ich Mario. Ich wollte hier Mario, ich wollte Daniel, fuck. Peach? So, so und dann darüber. Ich hab's gerade anders gemacht. Alter, dann bin ich erst in der zweiten Runde rüber gesprungen, naja. Peach. Batteriereizung das nach. Fühl ich. Oh shit. Oh, nur vom linken Controller. Ich bin gerade raus. Ich hab irgendeinen Fehler gerade gemacht. Ich kann nicht mehr laufen, okay. Das ist der Luigi halt. Ich bin erst bei der zweiten Runde rübergesprungen mit Mario. Das war gerade mein Fehler. Schalalala, la 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 la.
Alright. Freu dich nicht so früh, hat Leon gesagt. Ah, ich hätte meine Schnauze halten sollen. Warte, genau. Ich hätte mal wieder Peach. Die Schnauze halten sollen. So wie immer, ich rede zu viel. Dann Mario. Ne, in dem Display rede ich zu wenig, aber wenn ich rede, dann scheiße. Und auch am besten schon so richtig in Deckung gehen, das habe ich mit Peach nicht gemacht. Weil ich wollte Mario rüberspringen, ich kann auch mit Luigi rüberspringen, ist auch okay. Den anderen Typen bitte anvisieren. Ja, Heldenlicht. Wow. Heldenlicht. Dann ficken wir den Typen wieder. Juhu. Problem ist halt nur, dass ich glaube ich nicht gut rüberspringen kann, muss man das gucken. Ah gut, auch nur einmal Heldenlicht benutzt, das ist gut. Das Problem ist, okay, Luigi macht jetzt den anderen Typen aggressiv, aber das ist okay, das kennt man ja so von ihm. Dass er andere Menschen aggressiv macht. So, ja, Luigi ist ein kranker Typ manchmal. Blöp. Wandelte der wieder Luigi. Ist auch immer Luigi, der verreckt, ne? Ja, schön. Danke, dass du deinen Blockaden kaputt gemacht hast, Arsch. Wow. Hat sich der voll gelohnt. Immerhin ist er tot. Okay. Ich love Peach erstmal heilen, würde ich sagen. Ja, mach ich gleich auf jeden Fall kurz gucken. Ich will mit Mario trotzdem weiter rüberspringen, weil ich spring glaube ich. Ne, ich spring lieber mit Luigi rüber. Mario hat ja noch gut Energie. Peach heilt jetzt, ganz genau. Muss so einen hinmachen, weil Peach ja auch schon angeschlagen ist von Natur aus. Ja. Yeah. So, Luigi. Luigi hat ein HP mehr als Peach. Null Prozent Schaden. 50% Schaden. 100% Schaden. Ja. Bisschen Risiko muss man mal eingehen. Und tot. Komm, Dash weg. Treffen und ich will irgendwie hinstelle? Nee. Nee. Die kann doch jetzt nichts machen, oder? Naja. Das liegt hier einfach so. Ah, schießt auf Luigi? Nee, tut sie nicht. Natürlich. Okay, aber die von weiter oben hat, glaube ich, ein bisschen mehr. Oh, okay, das hätte ich kommen sehen müssen. Ne, der wird jetzt sterben. Der Typ hat keinen Bock, der andere ist auch okay. Nee. Luigi, mach ihn fertig erstmal. Kannst du auf den Fetten schießen mit Luigi? Könnte ich. Kann ich den Typ mit jemand anderem töten? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, Peach haut auch ab. Ja, doch, ja, das mache ich. Dann kannst du auf den Fetten schießen. Und er rennt halt dann woanders lang. Das ist klug. Ich freue mich. Oh Gott, ey. Wir nehmen da 3 Stunden auf übrigens. Also die Folge gerade. Nee. Ist doch okay. Gut. P
Okay, Rabbit-Pflanzen treffe ich so nicht, aber ich komme näher ran. Aber hey, sind noch diese beiden. Das ist gut. P-Rabbit findet bestimmt irgendeinen Weg, irgendwas zu machen. 100% natürlich. Den trifft er immer zu 100%, da helfen Deckungen jetzt nicht so viel, leider. Na, du Vetter. So ein Drecksviech, ey. Schöne Revit-Röhren, auf jeden Fall voll von Mario 3D World geklaut. Eben schon, ne? Ah, perfekt! Wie weit fährt das Auto? Ich muss schon näher ran, dann kann ich das Auto hochschicken. Ich muss hier hin, leider. Einmal Feuerschaden hält Luigi aus. Schick hoch. Das Ding lenkt auch ein bisschen Schaden auf sich, ist auch ganz praktisch. Ja, potenziell überlappt er auch das ab. Ja, immer sinnvoll. Okay, Peach kann auch noch ein bisschen was machen. Auf den Typen ballern. Ich hoffe, der rennt nicht in die Mine, aber naja. Wenn, dann wär's so. Es tut mir leid, Leute, dass wir so schlecht sind. Also wir. Ja, ich bin auf jeden Fall auch schlecht, also. Kann ich anders sagen. Okay, die Mine wurde zum Glück nicht getroffen. Komm, schieß auf die Mine. Wurde davon geblockt. Oh, stimmt, da ist der Mario. Er braucht immer Mittel und Wege findet, die 100% zu knacken. So ein Doofkopf. Ja, hau ab. Weg mit dem. Stirbt er vielleicht auch sogar. Ah, er hat ein bisschen über. Das ist okay, der kann eigentlich nicht mehr so viel an. Komm, fahren in die Pflanze rein. Die Framerate war dann ungefähr 2. Sehr gut, sehr gut. Danke, Spiel. Das ist nicht Karma. Mit dem hat's auch, ich konnte es nicht sehen. 68, 1 zu viel. Hm, zu wenig. Na komm, jetzt haben wir es, jetzt haben wir ihn. Komm, bei uns weg, am besten noch. Ist okay. Komm, Luigi. Du hast es verdient. Du hast Erde verdient, ne? Ja. Rache. Oh, Gott sei Dank haben wir das geschafft. Gut. Dann, ja, Folge geht schon lange. Wir erkunden jetzt noch dieses Bonusgebiet fertig. Und dann hören wir auf. Dann geht's halt bei der nächsten Session, dann mit dem Rest der Welt weiter. Wir haben viel Geld. Goldwaffen freigeschaltet. Oh, das ist ganz sinnvoll, vielleicht. Also vielleicht sollte man noch die Bonuskapitel schon früher sind machen. Sind die besser oder sind die einfach nur Gold? Ich hoffe, die sind besser. Na, wir gucken uns das gleich mal an. Die Folge ist schon lang, da machen wir jetzt noch mal das große Lamp-Paket, ne? Hey. So. Also sind hier noch was bei Truhen. Ah, schieben. Schieberätsel. Oh, was ist hier drin in der silbernen Truhe? Sogar hier mit schönen Animationen. Die ich nicht gesehen habe, weil es geleckt hat, aber macht nichts. Das Rabbit Kong Modell. Und nochmal Erfahrungspunkte. 20 sogar, sehr gut. Haben wir uns verdient. Hier war dann die Abzweigung. Hier war ja auch ein Teleporter hin, glaube ich. Ja, hier war doch ein bisschen. Oh, weiß ich nicht. Ist hier. Ich glaube, hier geht's weiter oder zurück. Ich glaube, ging's hier weiter. Ah, ne, von da kamen. Ne, von hier kamen wir, okay. Dann geht's irgendwo weiter. Ja, hier geht's weiter, hier ist ein Pfeil. Na gut, dann gehen wir doch nochmal ins. Den Pilz verlass. Wenn die Raserei immer, wenn es möglich ist. Ja, das ist ein zusätzlicher Angriff. Auf jeden Fall. Hm.
Quorum Peach doppelte Raserei. Kampfzentrale. So, Waffenauswahl. Fertigkeiten können wir auch noch mal kurz reingucken. Einfach nur mal das Komplettpaket. 65 Punkte. Dampfschaden. Kampfradius. Rasereischaden. SHD. Ein Nahkampfangriff, der mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Ah ja, so ein Hammer. So eine sekundäre Waffe ist das. Ja, kaufen wir doch einfach mal. Einfach mal sagen. Können wir jetzt mal so eine Waffe kaufen, inaktiv. Waffenschaden steigern. Mehr Geld, ist auch nett. Ich fand den Rasereischaden nochmal ganz sinnvoll. Auf jeden Fall kann ich noch was. Ah, kann mir noch was kaufen, wenn dann einfach nochmal mehr Schaden, wenn ich höher bin. Dreimal Rasereischaden. Gibt es auch mehr Rasereischaden, ja? Nehmen wir mal dreimal Raserei. Das kann sogar auch viermal abholen. Ich rase vor Wut. So, was kann er hier machen? Vampir? Der ist egal. Leider. Multi-Eisenblick. Ja, her damit. Yes. Der Mario kann es nicht entfernen. Waffenauswahl. Ja. Dann macht doch mal ein bisschen, nur ein bisschen mehr Schaden. Ich guck mal kurz Lecken und der da haben wir jetzt einen. Kaufe ich einfach mal einen guten Hammer. Ja. Onik oder Sprung? Der Sprung ist eigentlich schon besser. Sprung ist sexy. Weil dann kann man die Leute auch unter Umständen halt in Abgründe schleudern. Das ist ja eine schöne Sache. Mhm. Ich glaube das. Die Primärwaffe. Ich habe eine 700er Waffe schon gekauft, aber was jetzt die gegen mittlere Gegner nochmal mehr? Nee, das lohnt sich jetzt halt echt nicht. Nee, das lohnt sich nicht. Das ist, glaube ich, noch eine 500er Waffe. Ja, ich weiß auch nicht, wie lange ich noch im Team haben werde, so die Sache. Was haben wir hier? Also komm, wir kaufen Luigi jetzt einen Sniper. Luigi hat's verdient. Richtig. Hat's mir wirklich gelohnt, wenn er den Damage wirklich erhöht wird und nicht nur die Prozentchance auf mittlere. Das ist halt die Frage, wie man dann so Teams machen kann. Das hat mir ein bisschen Erinnerung, dass man halt auch immer einen Rabbit im Team haben muss. Aber wir werden's sehen. Meister der Fernangriffe, auf jeden Fall. Wer sind die letzten vier Charaktere, frage ich mich. Die letzten erkenne ich, die anderen halt wirklich nicht. Das ist doch das hier? Einmal. So wie man Rabbit. Das hier ist. Peach. Ja, das hier ist. Auch ein Rabbit, ja. Und das hier? Und Yoshi. Und dann kannst du auch die anderen beiden Rabbits zuordnen. Rabbit Yoshi? Ja. Aber das ist anderes ja nicht Rabbit Peach. Ja, Rabbit Mario. Rabbit Mario, ach ja, der fehlt. Den haben wir auch schon gesehen von einem Bild irgendwie so. Rabbit Mario fehlt ja noch. Der wichtigste von allen. Gut. Dann nach dieser fast einstündigen Folge beende ich das jetzt einfach. Man geht einfach nochmal ins Hauptmenü zurück, was ich dort tun wollte. Und dann wird nochmal gespeichert wahrscheinlich. Auf jeden Fall, falls ihr so lange zugehalten habt, ein kleiner Spoiler an der Stelle. Es wird im 12-Stunden-Stream, ich bin auch für einen 24-Stunden-Stream zu sagen, im 12-Stunden-Stream mit einer Stunde Assassin's Creed Chronicles gespielt. Oha. Und da haben auch die Rabbits Bock. Ist ja auch Ubisoft, ne? Und 2 Stunden Quest 3. Geil. Gehört sich ja so ein bisschen. Ja, dann beende ich jetzt die Folge. Dankeschön fürs Durchhalten, liebe Leute. Und ja, freut euch über die Informationen, die keiner bekommen wird, weil keiner sich so weit angucken wird. Und wenn doch, schreibt 27 in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal und tschüssi. Ciao.